بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch Durus al-Lughat al-Arabiya und sind jetzt bei der 16. Aufgabe angekommen. Ad-Dars al-Sadisa Ashara. Natürlich, weil ich Prüfung habe, kann es sein, dass ich ein bisschen verzögere oder dass ich ein bisschen spät die Videos hochlade oder mache. Aber mein Plan ist, dass ich eben in diesen Zeiten noch alles schnell hinter mir habe, wenn ich das noch hinbekomme. Somit fangen wir direkt mit dem Text an. Und zwar, Al-Mudarris sagt, Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu. Wem gehören diese Stifte, o Muhammad? Hier werden wir nochmal den Jama' haben. Der Jama', wenn bei männlich, bei maskulin und bei feminin. Und bei Aqil, Ghir Aqil. Also Aqil, der verstehen kann, also der Mensch. Und Ghir Aqil, Tiere, Pflanzen oder Sachen. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Wem gehören diese Stifte, o Muhammad? Muhammad sagt dann, hier li, ya Ustad, ya Ustadu, besser gesagt. Sie gehören mir, o Lehrer. Ustadi, mein Lehrer, Ustad, o Lehrer. Hier haben wir gemerkt, hadihi al-Aqlam. Also, Aqlam sind Stifte, und weil es Ghir Aqil ist, kein Aqil hat, kein Verstand hat, eine Sache ist, haben wir hadihi gesagt. Und auch hier gesagt, obwohl es eigentlich Jama' ist. Also wir haben nicht gesagt Hunna, Aqlam. Okay, Al-Mudarris sagt dann, hier Jamilatun Jiddan. Sie ist sehr schön. Jiddan war sehr. Wa hadhihi al-kutubu al-jadidatu ahiya laka. Und diese neuen Bücher, gehören sie dir? Muhammad, la. Nein. Und hier achtet nochmal dieses Fasile, dieses Komma. Komma heißt auf Arabisch Fasile. Der Komma ist wichtig, weil wenn einer zum Beispiel dir sagt, möchtest du das hier? Und dann sagst du, la barakallah, dann sagst du gleichzeitig, möge Allah dir keine Baraka, keinen Segen geben. Und deswegen musst du dieses Komma haben. La, und dann her stoppen und barakallahu fiq sagen. Oder la wa barakallahu fiq sagen, damit du das trennst. La hiya li hamidin. Nein, sie gehören oder sie sind für Hamid. Al-Mudarrisu, der Lehrer, Aina dafatirukum ya ikhwanu. Wo sind eure Hefte? O Brüder. Ali, hier huna ala hadha al-maktabi. Sie sind hier auf dem Schreibtisch. Hat jemand Fragen? Okay. Dann gehen wir zu den Tamarin. تأمل الأمثلة الآتية. Also, schau dir die Beispiele an. المفرد Singular. هذا طالب جديد. Das ist ein neuer Student. هو من أمريكا. Er kommt aus Amerika. Also achten wir hier auf هذا und هو. Für الطالب. Und das ist ein Wort, was Aqil ist, was ein also denken kann. Ha'ula tullabun jududun. Und deswegen haben wir im Plural dann gesagt, al-jama' ha'ula. Wenn es Ism Ishara ist. Und hum min Amerika. Und sie kommen aus Amerika. Jetzt kommen wir zu einem Beispiel, was Reda Aqil ist. Mufrat, Singular, هذا كتاب جديد. Das ist ein neuer oder ein neues Buch. Also genauso wie oben. هو من أمريكا. Immer noch gleich. Er kommt aus Amerika. Okay. Und الجمع هذه كتب جديدة. Hier anstatt هؤلاء haben wir dann هذه gesagt. Und hier من أمريكا.
Also das daneben von hadhi ist dann hier. Dann gehen wir zur nächsten Seite, wenn jemand Fragen hat. Hier haben wir dann Aufgaben und die müsst ihr dann eben lösen. Und zwar hawl al-mubtada, den Mubtada sollst du umwandeln fi kulli min al-jumal al-atiya, in den kommenden Sätzen. Ila Jama, zu Jama. Natürlich den Jama habt ihr rechts, somit ist das ein bisschen für euch einfacher. Im Beispiel habt ihr hadha baytun und hadhihi buyutun. Das bedeutet, ihr müsst unterscheiden zwischen hadhihi und haula. Fangen wir mit Ahmed an und dann Herr Hüseyin und immer so weiter. هذا نجم هذه نجوم Genau, richtig. هذا درس هذه دروس Genau. هذا قلم هذه أقلام هذا باب هذه أبواب هذا نهر هذه أنهار Wisst ihr, was Anhar sind? Flüsse, oder? Genau. هذا جبل هذه جبال Jabal ist Berg. Ja. هذا كلب هؤلاء كلاب هذه كلاب weil das ist غير عاقل. Ist das ein Hund? Okay, aber ein Hund versteht ja nicht. Also ich dachte, wenn man einfach denken kann. Also da, wenn er ein Gehirn hat, dann. Ich habe ja gesagt, die Menschen auf einer Seite und Hunde, also Tiere, Pflanzen und Sachen auf einer anderen Seite. Okay. Dann hörte hier Kilabon. Genau. هذا بحر هذه بحار Weißt du, was Bahr heißt? Oder bedeutet das? Auch Quelle oder so, oder? Meer. Meer? Ach so. Nein, warte mal. Doch, ja, auf der Bahr. Okay. هذا كتاب هذه كتب هذا حمار هذا حمار هذه حمر Genau. إزل هذا إزل genau هذا سرير هذه سرور سرور okay هذا هذه دفاتر genau هذا مكتب هذه مكاتب مكاتب هذا فندق هذه فنادق Was heißt das? Das Nuss? Fundus ist Hotel. Ach so. Ich dachte, Fundus auch zu. Du weißt doch, Fundus. Okay, dann. هذه ساعة Dann nochmal, glaube ich, هذه ساعة Aber hier ist ein Unterschied. Hier gibt es noch eine Verlängerung. Achso, warte, auf der nächsten Seite. Achso. Ich hatte vergessen. Hier hat man noch eine Verlängerung. Also Sa'a und Sa'atun. Okay. Ja. Okay. Dann auf der nächsten Seite. هذه سيارة هذه سيارات هذه طائرة هذه طائرات ذلك نجم لبس منه هذه Weite weiblich? Was meinst du? Wir hatten ja Zalika und noch was anderes. Zalika ist ja für männlich. Und dann hatten wir noch ein anderes. Was weiblich war. Silke, genau. Achso, dann machen wir mit Tilke, genau. Ja, also Zalika Najmun, Tilke Nujumun. Genau, super.
Tilke Seyyaratun. Tilke Seyyaratun. Genau, super. Okay, dann gehen wir zur nächsten Aufgabe und zwar Ashir in den Asma al-Ati, also zeige zu den kommenden Wörtern oder Namen, wie Ism al-Ishara, mit Ism al-Ishara, Munasibin lil-Qarib, Hada, Hadihi, Haula. Also wir müssen zwischen Hada, männlich, Hadihi, weiblich und Haula eben unterscheiden. Beispiel hat er nicht gegeben, dann fangen wir direkt an, jeder eine Zeile. Ahmed als erstes. Okay, hada rajulun. Haulai rijalun. Genau. Und hada kelbun. Genau. Ja. Hadihi kilabun. Ist das nicht haulai kilabun? Nee, weil Kelb ist ja wieder Herakin. Achso, ja, genau. Ich werde dir das Gleiche. Ja. Hadihi durusun. Ist das jetzt weiblich oder also eine weibliche Lehrerin oder? Wenn es weiblich wäre, dann wäre es Mudarrisatun. Das haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht gelernt. So, okay, dann Haulai Mudarrisuna. Genau. Okay, dann Haulai Ukhawati oder Ikhwati, was nochmal? Akhawati. Akhawati. Hadihi Aqlamun und Hadha Kitabun. Genau. Hadihi Sayyaratun. Hadha Sayyaratun. Hadihi. Am Ende ist Herr Marbuta. Genau, Hadihi Sayyaratun. Und der Himarun. Genau. Okay. Hadihi Kutubun. Hadihi Humurun. Genau. Und Hadha Ainun. Hier müssen wir achten, weil Ain ist eigentlich, also das erkennt man nicht, aber das ist weiblich. Dann Hadihi Ain. Genau. Und Ain hat auch sehr viele Bedeutungen. Also Ain kann das Auge gemeint werden. Ain kann Quellwasser bedeuten. Ain kann auch Spion bedeuten. Denkst du auch? Schwarzes Loch. Im nächsten Universum. Ja. Ja. Okay, letzter. Ulai Tabibatun. Tabibatun. Das ist nur eine Ärztin. Genau. Hada Tabibatun. Hada oder Hadihi? Hadihi Tabibatun. Okay. Und Hadihi Tabibatun. Haulai Tabibatun. Aber das ist doch nicht männlich. Ganz kurz. Ja, Haulai. Sicher? Bei Mehrzahl, bei den Menschen ist ja egal, männlich, weiblich hat er die gleiche Mehrzahl. Sicher? Die Form, du nutzt auch bei weiblichen Mehrzahl Haulai. Also, Mischa, das ist wirklich so? Ja, ist so. Also, bei Mehrzahl gibt es keinen. Wir gehen nochmal kurz. Guck mal, wir gehen nochmal zur. Wie heißt das? Warte, ob diese Regel nochmal kommt. Ja, die Regel kommt gleich, das werde ich euch nochmal zeigen. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Aufgabe und zwar jetzt für das Weiter. Und zwar haben wir Dhalika und Tilka und Ulaika. Fangen wir mit Ahmed wieder an. Okay. Dhalika Talibun. Ulaika Tullabun. Genau. Und Dhalika Najmun. Genau.
هذه نجوم. Hier sind wir jetzt beim Beten. Moment. Achso, okay. Dann Tilke Nujumun. Genau. Tilke Bintun. Ulaika Banatun. Genau. Zalika Darrajatun. Darraja ist aber weiblich, weil Tamar Bote war. Aber genau. Tilke Darrajatun. Dann Tilke Darrajatun. Genau. Zalika Sarirun. Genau, richtig. Ist Darrajatun Fahrrad? Darraja ist Fahrrad. Aber es kann auch gleichzeitig Motorrad bedeuten. Deswegen muss man öfters das erklären. Also man sagt dann eben zum Beispiel Darraja Adiyya, also normale Fahrrad, oder Darraja Nariya, also Nar ist Feuer. Nariya, feuerlich. Und damit versteht man dann eben Motorrad. Ja. Okay, oben haben wir noch weitere Aufgaben. Achso, ja, dann. Tilke Sururun. Genau. Achso. Tilke Dajadatun. Okay. Ist richtig so? Ja, ist richtig. Was heißt das nochmal? Dajaja ist Hahn oder Huhn. Achso, ja, stimmt. Und Tilke Mudarrisatun. Genau. Ulaika Mudarrisatun. Ist der Hajj? Ist es jetzt derjenige, der Hajj macht, oder? Genau, das ist derjenige, der Hajj macht. Okay, dann Zalika Hajjun. Und Ulaika Hujjajun. Genau, richtig. Und bei den Ägyptern ist es öfter sehr schön, wenn die das Hajj sagen, weil Jim ist bei dem immer Qaf und dann sagen die Yahag, Yahag. Okay, letzter. Dalika Masjidun. Dalika Masjidun, weil männlich ist. Ja, und Tilke Sayyaratun. Sayyaratun. Genau, richtig. Und unten haben wir dann wieder die, die Tabelle, wo das alles schnell kurz fasst. Und zwar Asma al-Ishara lil-Qarib, also für das Nah. Und da steht lil-Aqil, für der verstehen kann, also irgendein Mensch. Und da haben wir dann eben Hadha Talibun und bei Plural Ha'ulai Tullabun. Wenn es weiblich ist, Hadhihi Talibatun. Und bei Plural Ha'ulai Talibatun. Da bleibt es gleich. Für. Okay, beim Weiten, also was wir jetzt links haben, Lil'aqil, genauso. Dhalika Talibun und Ulaika Tullabun. Und beim Weiblich, Tilka Talibatun und Ulaika bleibt wieder gleich, Talibatun. Beim dritten, unten rechts, haben wir Asma und Ishara lil-Qarib für das Nah, für Ghair al-Aqil, li Ghair al-Aqil, der keinen Verstand hat. Und das ist dann eben Hadha Baytun zum Beispiel, Hadhihi Buyutun. Und Hadhihi Sayyaratun, und dann bleibt es gleich, Hadhihi Sayyaratun. Und für das Weite, was wir links haben, Dhalika Baytun und Tilke Buyutun. Tilke Sayyaratun und Tilke Sayyaratun. Okay, irgendwelche Fragen? Dann, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.